Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch gerne das Fazit meines Sneaker-Halbhoch-Testes hier präsentieren. Ich hatte euch die Schuhe ja schon mal in einem Video vor ein paar Wochen vorgestellt und habe das jetzt so gemacht, dass ich jedes Paar eine Woche lang komplett getragen habe. Ich bin jetzt mit diesen Schuhen nicht joggen gewesen, sondern ich habe sie einfach nur zum Spazierengehen, zum normalen Gebrauch, Arbeit, im Auto und so weiter getragen, weil ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht unbedingt Jogging-Schuhe oder Laufschuhe wären. Aber wie gesagt, ich habe sie halt getragen und kann jetzt von dieser einen Woche zumindest euch schon mal ein bisschen sagen. Fangen wir mit dem Markenschuh an. Das ist der Rieker hier. Beim Rieker ist es so, das Video sollte ja oder der Test sollte ja dahin bringen, dass man sagt, okay, muss es ein Markenschuh sein? Dieser Schuh hier kostet zwischen 50 und 60 Euro und die anderen beiden sind weit unter 20 Euro zu haben. Und da habe ich einfach die Frage gestellt, muss man dreimal, viermal so viel Geld ausgeben oder reichen die günstigen? Was beim Rieker hier natürlich schön ist, ist das Styling, speziell wenn man sich die Sohle anschaut. Also das ist ein sehr stylisch geformter Schuh. Das kommt jetzt hier bei dem Schwarz, weil das Schwarz viel überdeckt, nicht so ganz rüber. Hier ist es so, dass die Sohle direkt hier mit dem Schuh vernäht ist, also keinen Rand entsprechend hat. Das sieht so ähnlich aus wie Mokassins oder so. Tragen sich sehr, sehr gut. Generell muss ich sagen, bei allen dreien ist es so, bei den Schuhen halb hoch, die haben natürlich den Vorteil, sie sind im Winter ein bisschen wärmer. Und sie sind natürlich fürs Fußgelenk wesentlich angenehmer zu tragen, weil sie halt wirklich das komplette Fußgelenk hier im Schuh drin haben. Das heißt, wenn ich dann die Schnürsenkel ordentlich zuziehe, ist es natürlich ein sehr, sehr guter Halt. Es gibt Leute, die brauchen sowas auch generell, weil sie ein bisschen Probleme mit dem Fuß oder mit der Wade haben. Und dafür sind die wirklich toll prädestiniert. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze, das habe ich also während der Tragezeit jetzt auch gemerkt. Mal schnell in den Schuh reinschlüpfen ist nicht bei Sneakern halb hoch, weil ihr müsst halt immer hier die Schnürsenkel wirklich bis zur Mitte nach oben ziehen, sonst kommt ihr definitiv nicht rein. Also ich mag das in der Regel, ich trage auch halb hoch, aber meistens trage ich normale Schuhe, also nicht mit dem halb hohen. Und da rutscht man schon mal gerne schnell rein und schnell wieder raus. Das ist hier nicht machbar. Aber dafür hat man einen sehr schönen Halt und es ist halt wärmer, der Schuh. Und er sieht eben auch entsprechend aus. Also nur für die Leute, die das noch nicht getragen haben, so schnell raus und rein, speziell bei denen hier, geht dann nicht. Also der Sneaker trägt sich, der Rieker Sneaker trägt sich absolut super. Von der Optik her meiner Meinung nach wirklich am schönsten, weil er wirklich unheimlich stylisch aussieht. Auch hier hinten, wo die Sohle dann nochmal hochgezogen wird und die Nähte gehen wirklich hier direkt in den Schuh rein. Ich würde sagen, für den Winter ist er nix, weil man steht also wirklich direkt, direkt auf der Leder- oder Gummisohle. Also für den Winter, glaube ich, wäre er mir zu kalt, aber sehr stylisch und sehr, sehr schön. Trägt sich toll und wie gesagt, man braucht da ein bisschen eine Minute oder anderthalb Minuten, um rein und raus zu kommen. Soweit zum Rieker Sneaker. Dann haben wir hier diese Schuhe, wo die meisten entsprechend draufstehen, wo hier dann noch so ein runder Button drauf ist. Die kosten aber dann gleich drei, vier, fünfmal so viel wie dieser hier. Lucky Z, unter 20 Euro zu haben. Ich muss ehrlich sagen, ich werde mit so einem Schuh nicht warm. Ich habe ihn nicht gern getragen. Er hat eine sehr platte Sohle. Da musste ich eine Einlage reintun, damit es überhaupt ging. Und die Schnürsenkel hier, also ich weiß nicht, ich kenne viele Leute auch im privaten Bereich, die diese Schuhe haben mit diesem entsprechenden Markenteil und darauf schwören, die gibt es ja auch in allen Farben, in allen Sohlenfarben, in allen Farben hier, teilweise Schnürsenkel dann noch farbig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht warm damit geworden, vielleicht ist es auch eher ein Damenschuh, ja. Er ist noch in Ordnung, ich habe ihn auch getragen, aber selbst beim Autofahren, diese ganz platte Sohle,
hat mir nicht so gefallen, stehe ich nicht drauf. Aber das ist einfach nur vielleicht so ein Styling-Kram. Vielleicht ist es wirklich was für jüngere Leute und halt dann für die Mädels, die sowas in meinem Bekanntenkreis doch schon mal im Sommer, der ist ja durchaus sehr dünn, also auch nichts für den Winter, die das im Sommer sehr gerne tragen. Aber hier ist die Frage wirklich, dieser Schuh hier unter 20 Euro oder halt den Markenschuh, den entsprechenden mit dem Logo dann drauf, für 50, 60 Euro muss das sein. Ich glaube, sowas hier funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, für mich persönlich vom Geschmack her, nö. Was mich am meisten überrascht hat, war dieser Schuh hier. Da habe ich wirklich ein Schnäppchen mitgemacht, weit unter 20 Euro. Das war mit Abstand der leichteste Schuh, den ich bisher hatte, nicht nur in dieser Sneaker-Halbhochgeschichte, sondern auch bei den Sportschuhen, das habe ich also auch mal verglichen, der ist absolut leicht, ist wunderbar leicht zu tragen, da kommt man auch schon mal etwas schneller rein, man muss zwar auch viel schnüren, aber da kommt man rein. Ein kleiner Nachteil hat der, und zwar, der hat ein sehr flaches Fußbett, da habe ich immer Schwierigkeiten mit, aber was ich da gemacht habe und was ich euch auch gerne hier in dem Video empfehlen möchte, ist, ich habe mir dann einfach für 6,99 Euro diese Einlagen, das sind keine orthopädischen, also man nennt das zwar orthopädische Einlagen, aber die sind jetzt natürlich nicht vom, die sind ja von der Industrie, die sind also nicht auf meine Füße zugeschnitten, sowas ist natürlich teurer, 6,99 Euro, echtes Leder, und wie ihr seht, hier haben wir die Ferse ist, da ist so ein Gummipolster drunter, hier in der Mitte ist so ein kleiner Hubbel, also sie sind wirklich an normale Füße, hier an der Seite, auch das ist sehr, sehr angenehm, dass man also wirklich ein richtiges Fußbett drin hat und dann hier auch noch mal gepolstert. Und als ich die reingelegt habe und dann reingestiegen bin, war das der Top-Schuh. Den trage ich im Moment fast nur zum Spazierengehen, zum Autofahren, wie auch immer. Es ist im Moment ein bisschen kälter. Der ist auch ein bisschen wärmer. Das kann man auch sehen, dass er ein bisschen dicker ist. Ein super klasse Schuh. Da habe ich jetzt wirklich, wenn ich die Einlage dazu zähle, habe ich für den Schuh 24 Euro bezahlt. Und der fühlt sich an, als hätte man nichts, also vom Gewicht her, als hätte man gar nichts am Fuß. Und da kann ich wirklich super mit laufen. Den habe ich wirklich einen ganzen Tag angehabt, draußen auch beim Rumlaufen, beim Spazierengehen und wenn man Erledigungen zu machen hat und abends nicht irgendwie auch nicht gerochen oder so. Also das hat keiner der Schuhe gemacht, dass man jetzt sagt, so billige Schuhe, die riechen schon mal eher. Überhaupt nicht. Das war die Überraschung überhaupt des Testes für mich, kann ich super empfehlen. Und das hat man wieder mal bewiesen. Man muss keine wahnsinnig teuren Sachen kaufen, um wirklich auch gute Sachen zu bekommen. Das ist halt hier beim Sparfuchs bzw. beim Schnäppchenkanal, ist das ja auch das, was ich hier hauptsächlich zeigen möchte. Also, die beiden sind für mich in Ordnung. Die sind für mich persönlich durchgefallen. Ich weiß, dass es da wahnsinnig viele Fans gibt. Aber wie gesagt, ich werde mit der Art Schuh nicht, komme ich nicht klar. Die sind klasse, super stylisch, werde ich gerne anziehen. Die werde ich wohl verschenken. Und die hier, die ziehe ich im Moment nur an. Und wie gesagt, nochmal, ich habe sie hier nochmal in neu. Diese Einlagen gibt es wie hier mit echtem Leder. Und dann auch als reine Gel-Einlage, die dann nochmal ein bisschen flexibler ist. Ich komme hiermit besser klar, aber das muss halt jeder sehen. Das ist wirklich, da kann man Schuhe, die man nicht so gut tragen kann, wo man denkt, ah, da rutscht man drin oder sie sind ein bisschen zu groß oder man braucht wirklich ein Fußbett. Es gibt ja, wenn ihr Schuhe kauft mit Fußbett, dann sind die meistens viel, viel, viel teurer. Und sowas hier bekommt ihr für 7, 8, 9 oder 10 Euro maximal. Und damit könnt ihr jeden Schuh aufwerten und habt einen ganz tollen Schuh mit einem richtig tollen Fußbett. Also ganz, ganz klasse, kann ich empfehlen. Zur Reinigung, ich habe alle mit Imprägnierspray behandelt und ich habe dann, wo ich meine Schuhe generell mit behandle, so ein Schaumreiniger, das ist so ein Schaum, den sprühe überall drauf und dann einmal mit der Bürste drüber und dann sind die sauber und zusätzlich imprägniert. Wo ihr das Imprägnierspray herbekommt, wo ihr den Schaum, den reinen Schaum herbekommt, kann man für Leder und für Stoff benutzen und wo ihr die verschiedenen Einlagen sehr günstig herbekommt, setze ich euch unter dieses Video einen Link. Guckt da einfach mal hin und den Link, wo ich die Schuhe im Einzelnen vorgestellt habe, wenn ihr euch dafür nochmal interessiert, setze ich euch auch unter dieses Video drunter. Guckt einfach in die Videobeschreibung rein, dann findet ihr die ganzen Links. Das soll es gewesen sein.
Vielleicht war ein bisschen was Interessantes für euch dabei. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, empfehlt das Video gerne auch weiter für Leute, die sich für sowas interessieren. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich habe ja nun nicht jetzt nur Schuhe, das mache ich eigentlich so nebenbei mal, weil ich es halt interessant fand und weil ich eben auch für mich hier gute Erfahrungen gemacht habe. Aber ich habe ja auch sehr viele andere Themen, die ich in meinem Kanal behandle. Guckt euch da einfach mal die einzelnen Playlists an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine super gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.